Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Runde von Let's Play Final Fantasy X Nr. 2. Und vielleicht erst einmal zu Beginn nochmal ein, zwei Informationen. Zum einen, was den letzten Ausflug auf Bisade angeht. Ich habe dann nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich so, wie ich vermutet habe. Diese Kostümpalette, die wir dort gefunden haben, ist alles, was wir dort finden können. Und es wird auch im Internet geschrieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Es wird auch im Internet geschrieben, dass der Ertrag, den wir aus dieser Sache herausbekommen, hinsichtlich des Aufwandes, den wir im Vorfeld betreiben, überhaupt nicht in Relation steht. Viele Leute waren da enttäuscht über diese Kostümpalette, die auf gut Deutsch einfach ein Witz ist. Aber gut, hey, wir haben es gemacht und wir haben das Secret von Bisade gelöst, so viel dazu. Ja, das andere ist, was die Kaktoren angeht. Auch hier ist es so, wie ich schon vermutet habe, ihr erinnert euch, dass die Kaktusmami gesagt hat, ah, komm, lass den Kleinen noch ein bisschen Zeit. Und die Vermutung lag da nahe, vielleicht können wir noch gar nicht diesen kleinen Kaktus finden. Und dem ist wirklich so. Wir können in diesem Kapitel noch nicht den Kaktor Nr. 6 finden, weil das Spiel so ausgelegt ist, dass wir diese Mission erst im fünften Kapitel abschließen können. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und brauchen uns jetzt nicht dahingehend noch weiter auf die Suche machen. Ich musste mich leider spoilern dahingehend, wo der sechste Kaktor sitzt, aber kleines Trostpflaster an dieser Stelle. Es gab von allen Fundorten von damals, ich habe das ja schon mal auf der PlayStation gespielt, hatte ich ja schon hinreichend erzählt, noch einen einzigen Fundort, an dem ich mich erinnern konnte, und das war genau dieser von dem sechsten Kaktor, weil er unglaublich gut versteckt ist, meiner Ansicht nach. Und ich habe mich damals einen Wolf gesucht und deswegen werde ich es auf meinen Lebtag hinaus nicht vergessen, wo dieser Kaktor ist. Ich hätte es anhand des Textes, den wir dann von der Mami bekommen, sowieso wieder herausgefunden. Also von daher. Okay, wir schauen dann mal, was heute noch so Schönes anliegt. Und ich glaube, wir haben soweit eigentlich schon ja fast alles erledigt. Luca sind wir durch, Mien sind wir durch. Ich gucke nochmal eben Fungus. Da waren wir auch. Hier waren wir gewesen. Illuminum. Wo ich immer noch das Gefühl habe, ich meine, soll das Würmpark vielleicht mit auftreten? Ich versuche es doch nochmal. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen hier noch etwas machen. Aber er will ja nichts von uns wissen. Okay. Können wir hier was machen? Nein. Gut. Ja, dann. Wenn dem so ist, dann würde ich sagen, einmal gucken, schadet ja nicht. Wir können wahrscheinlich nur noch nach Killika gehen, um dort unsere Dienstleistungen anzubieten. So, warte nochmal, Brothers Alarm waren wir durch, Donnersteppe. Hey, wir können noch Blitzableiter machen. Bikanell, ja, ist klar, Kaktoren, hier, da waren wir schon, Berger gesetzt, Mission abgeschlossen. Sehr anerkennt, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Killika. Schauen wir uns mal an, was es dort zu tun gibt. Monster im Tempel Killika. Im Tempel von Killika sind Monster erschienen. Ausrufezeichen. Doch die Liga versperrt den Zugang. Überwindet die Wachtposten. Das sollten wir hinkriegen. Und natürlich sollten hier auch wieder Kisten sein. Jawohl. Einen Äther. Mal die Kiste eben holen. Zwei MP-Pillen. Das Hundi, hier stehen ganz viele Leute. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn noch Kisten gehabt? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Hier waren keine. Ich glaube auf der anderen Seite? Fragezeichen. Bei Nonna können wir natürlich auch nochmal zu Hause vorbeischauen. Auch sie hatte ja Kisten. Pro Kisten. Drei Antidots. So. Drei Augentropfen. Sind jetzt keine weltbewegenden Gegenstände, aber warum nicht? Zwei Phönixfedern.
Gut. Falls du im Wald Nestaffen siehst, was bringt mir bitte? Du hast bisher 2 Nestaffen gefunden. Stimmt, wir hatten ja mal welche. Viel Erfolg weiterhin. Ich weiß gar nicht, was uns das bringt, wenn wir die ganzen Nestaffen suchen. Wahrscheinlich kriegen wir am Ende dann, wenn wir 5 zusammen haben, eine Potion geschenkt oder sowas. Können wir im Wald noch mal ein bisschen nach Nestaffen absuchen? Salut! Hallo Donna, bist du zu Hause? My. What brings you here? We heard fiends were coming from the temple. And you just had to come running. Well, I wouldn't say that. I'm not even so sure there are any fiends. You haven't checked? I'm in the Youth League. Do you think they'd let me in the temple? So now what? We giving up? Let's take a look first. You'll never get near the temple. The Youth League's blockaded the forest entrance. As they should. We can't have those temple vermin crawling into town now, can we? Besides, it spares me from having to see that sulky face. Sulky face? Bartello? Of course, he's with New Yevon, so naturally he's in the temple. But then it's really none of my business. Then we'll make it ours. Besides, I'm worried about the fiends. If you want to go that badly, I won't stop you. But they're turning people away at the gate. Yeah? I've got it. I'll distract one of the guards. That's your chance to run through. Dankeschön. Ich dachte, du willst damit nichts zu tun haben. I knew she was worried about him. Ach, die gute Donna. Ja, alles klar. So, du hast doch bestimmt hier noch irgendwo Kisten versteckt, oder? Ja, guck mal, hat sie wieder feinsäuberlich für uns aufgefüllt. 2000 Gil auf die Hand. Das wird sie bestimmt nicht vermissen. I think it's working. That leaves one. Let's wait for our chance and take it. Jetzt nicht. Wir machen das gleich. Wir gucken jetzt mal eben wegen Kisten. Wir können ja ruhig ein bisschen mit ihm quatschen. Wir müssen einmal hier rüber. Weil auf der anderen Seite waren, glaube ich, noch Kisten. Hallo? So. Hier sehe ich auch noch eine. So. Gucken wir erstmal hier zu Ende. Gut, hier ist kein mehr. Bevor ich jetzt... Nein! Oh Gott. Gut, ich komme nicht näher dran, weil sie immer wieder blockiert wird. Muss aber hier hoch. So, da vorne sehe ich eine Kiste. Oh, hier. Oh, so viele. 3 auf einmal. Hier, 2 Mondschleier. Die drehen immer noch ihren Film, alles klar. Da oben ist noch eine und da unten. Ich nehme mal eben die da unten zuerst. 3 Weihwasser. Was man hat, das hat man. Item Sternenschleier. Gut, dann. Let's go. Die Wachen überwinden. Es gilt unbemerkt, durch das Tor zu kommen, während Donner eine der Wachen ablenkt. Sobald das Tor offen ist, kann es losgehen. Die Steuerung, Sichtwechsel und durchschleichen. Erwähnung, um die Sicht zu wechseln, das Tor zu lauern. Okay. Hinweis, wenn ein Angehöriger der Jugend wieder vorbeikommt, wird das Tor geöffnet. Hinweis, die Wache, die von Donner abgelenkt wird, schaut ab und zu in Richtung des Tores. Es ist also gefährlich, in der Zeit durch das Tor zu laufen. Nein, wir versuchen das ernsthaft. Es gibt nur eine Chance, es sollte gut genutzt werden. Wir dürfen niemanden durchlassen, bitte haben Sie Verständnis.
Du kannst durch. Mach das Tor auf. Alles klar. Kein Thema. Das war einfach. Erstmal eine Truhe. Accessoire-Ugi-Zeugnis? Was? Da steht einfach ein Accessoire so rum? Ugi-Zeugnis? Ugi-Text des Samurais verfügbar. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das klingt sehr interessant. Also, ja, also ich würde vielleicht, wir haben ja so, was hier, was haben wir denn alles? Verhindert Gift und Schlaf, verhindert Konfus und Tobsucht, ja, vielleicht, ich teste das einfach mal aus. Können ja wieder ändern. You, what are you doing? Run! There's a hidden path through the woods. Walk the treetops. Ja, den kennen wir ja schon. Da sind wir nur 12 Millionen Mal lang gelaufen. Hier ist alles in Ordnung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob hier Monster sind. Brand im Wald ist, glaube ich, nicht so gut. Gut, aber natürlich erstmal hier speichern. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch einen oder anderen Nestaffen. Das ist immer nichts. This is your lucky day. Hier das Vieh fertig. Und dann gucke ich mal. Ubi-Text. Licht erteilt Schaden, großen Schaden bei wenig HP. Was jetzt kommt. You're mine. Lichtspiegel. Wow. Also das bringt es nun wirklich nicht. Gut, war wie gesagt nur zum Ausprobieren. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil sie das falsche Kostüm drin hat. Dann würde ich aber trotzdem... Was hatten wir denn hier? Monsterschreck? Nein, Erholungsring, Reflekt, Sicherung, Steintod, Sturm, Blind, Mondringe, Scherzer. Ist denn das, was wir vorher hatten? Ach, hier, Erwähnung. Jetzt nehme ich das wieder rein. Selber heilen. So, hier kommen wir nicht durch. Guck mal, was hier passiert. Okay. Lassen die jetzt die Leute von Neu-Jeven hier einfach drin versauern? Das sind aber nicht sehr nett. Reden so ein bisschen wie die Sims, finde ich. So. Da war wieder eine Umkleidenadel mit dabei. Ein Geheimtipp, lauft über die Bäume. Was für ein Geheimtipp. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ah, oh guck, das ist immer ein neuer. Ironside. Wow, der ist ganz schön stark. Ja, wir brauchen mittlerweile auch wirklich die Fähigkeiten von Pain.
mal. Dann kann ich nicht heilen, wie du mich haust. It's not over yet. Diese komische Flamme, Sturmkanone. Ja, aua. Mithelfen und Rikus Fähigkeit ausnutzen mit den Potions. Den hole ich mir auf jeden Fall. Den Knaller. Noch hin. Ja, gut, ich krieg's noch hin. Sehr gut. Und dieses schnelle Reagieren. Deswegen, oh, aber ich glaube, er ist fast down. Komm schon! Jawoll! Huh! 660 nur? Okay, der bringt es überhaupt nicht. Ganz ehrlich, da würde ich mir beim nächsten Mal lieber die Flucht vorziehen, weil ich verbrauche viel zu viele MP-Punkte für den. Gut, ich komme hier nirgendwo rüber. Tipp, geh über die Bäume. Donna said there was a hidden path. Ach so. Jetzt verstehe ich. Walk the treetops. Achso, ja, ich doch. Ja, natürlich! Okay, so schnell bin ich nicht. Ja, dann tschüss, Chocobo, ne? Was ist der Ladebildschirm gerade? Doch jetzt, also darf ich nicht lang. Wir sind doch jetzt wieder unter unseren Leuten, ne? Unter Neujeven. Also das sollte doch alles kein Problem sein. Was ist denn los, Kleiner? Ich habe mein Spielzeug vergessen. Oh nein. Ich hatte eine voll damit zu tun, mit meinem Sohn zu fliehen. Ich habe meinen Mann aus den Augen verloren. Okay. Er denkt nur an sein Spielzeug, nicht an seinen Vater. Ist ja auch völlig egal. So, hier wieder Bosskampf auf dem Territorium. Waren noch nie beim Tempel gewesen. Wie viele Leute da rauskommen? Kommen die alle her? Wahrscheinlich haben wir es wieder hier mit dem schwarzen Ifrit zu tun. Mission gestartet. Besser spät als nie. Besiege die Monster aus dem Tempel. Erledige sämtliche Monster, die aus dem Tempel kommen und bringe Ordnung in die derzeitige Lage. Ziel, besiege alle Monster, die auftauchen. Oh, die sind aber hier alle noch relativ entspannt, sage ich mal. Ich weiß, dass es nicht gefährlich ist, aber ich will das Sphärenfolie installieren.
Cherophon, Daniel. Der redet ja immer so süß. So, keine Sorge, ich hole so viel wie möglich aus der Sache raus. Wenn ihr die Sache in die Hand nehmt, haben wir nichts mehr zu befürchten. Ein kleiner Preisnachlass würde es uns erst recht erleichtern. Da ist alles in Ordnung, bitte geht nach innen. Jupp, da ist auch alles in Ordnung, bitte geht nach innen. Ja, okay. Feiglinge. So, nur Kisten, ob da. Gucken, ob da Kisten sind. Kisten, ob da Kuppen sind. Das sind jetzt aber wenigstens auf meiner Seite, diese Maschinen, oder? So, mit denen kann ich auch nicht interagieren, aber ich kann hier einmal speichern. Und merkwürdigerweise hier wieder zum Flugschiff zurück. Naja, gut. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Wer hätte gedacht, dass diese Geräte im Tempel benutzt werden? Das sind Geräte, die wir von Bevel her beordert haben. Ich hoffe, wir können damit das Schlimmste verhindern. Aber ich bin ja jetzt hier, also braucht ihr die gar nicht. Und wieder sind wir in einem Tempel. Ach, waren das damals alles Zeiten, noch als wir die Prüfung gemacht haben. Huch, ist ja alles voll. Oh, ein Varuna. Ich glaube, so hieß er zumindest. Ne, Deva heißt er. Du kannst dir ruhig die Hass geben, ist kein Problem. Der kann ja gar nichts. Gibt auch nur 60. Ach, das ist Bartello. Stimmt, den haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Bartello? I'll be okay. The fiends? We're holding them off. Somehow. They're coming from inside. One after another. Ja, dann geht's doch mal rein, oder? The fiends reach the town, they'll reach Donna! They won't. Thanks. Donna wants to see you. Well, she didn't come right out and say it, but you can kind of tell. I want to see her, too. Even if we believe different things, I'll always feel the same about her. The time of the summoners may have passed, but I will always be Donna's guardian. I live only to protect her. And you can say that with a straight face? Donna! Okay. Ich finde es aber grundsätzlich seine Aussage sehr, sehr richtig, als er gesagt hat, auch wenn man an verschiedene Dinge glaubt, sollte man trotzdem füreinander da sein und einander lieben und so weiter. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Nachdem das Monster besiegt war, ist eine blaue Flamme erloschen. Die benutzen die Flammen bestimmt, um den Weg zu versperren. Okay. Ja, mehr kann er nicht sagen. Dann, gut, erlöschen wir mal die nächste Flamme. Löschen wir die nächste Flamme. So, du setzt sowieso wieder Hast ein. Kommt da gar nicht zu. So. Wir haben hier sogar drei Flammen. Machen. Das ist der nächste. Ich weiß jetzt nicht, ob der wegen der Flamme kommt oder weil es ein Zufallskampf ist. Du kannst in Hast sterben, wenn du möchtest. Okay, es war für die Flamme gewesen. Okay, also zuerst hier, dann müssen wir hier hin. Es nicht andersrum machen können. Naja. Oh, ja.
Schon wieder down. Ich hätte echt ein bisschen mehr von denen erwartet, aber gut. Ist ja noch ein Stern die Quest gewesen. Also was will man da schon groß erwarten? Wobei der Ironside im Wald schon nicht ohne war. Nicht mal andere Monster kommen. Wenn sie es alle auf einmal, irgendwie sowas. He's going down. Der nächste. Wie brav der auch am Warten ist. Zwei. Boah, jetzt wird es aber herausfordernd. Ich glaube, Payne hat sogar einen Stromschutz drin. Das Feuer auch weg. Hier noch irgendwas special. Nothing. Alright. Das ist jetzt aber ein Zufallskampf. Was will man dazu sagen? Die bringen mehr als die Devas. Für mich sind das immer noch Varunas, aber gut, sei es drum. Ifrit? Hallöchen! Again. An Aeon? Yeah. Ich frage mich, wann wir die anderen noch besiegen müssen. Ixion haben wir noch nicht, Shiva haben wir noch nicht. I know. I'm ready. Why? Wahrscheinlich kommt hinter der Tempel Josie auch noch an und sagt, nö, jetzt brauche ich aber nur noch Hilfe. So, hier Kraftbecher. Wenn wir das glaube ich nicht brauchen, der ist sowieso immun höchstwahrscheinlich. Ja, nee, gar nicht. Haben wir mal noch die Panzerbrecher? Au. Und das können wir gleich mal ein bisschen heilen. Oh, der ist schon fast down. Ich würde sagen, mal gucken, wann Inferno kommt. Eisandal erlernt und Vidgar erlernt. Und er ist down. Der war jetzt nun wirklich nicht stark. Da waren Falfaris und Bahamut aber schon ein bisschen heftiger, würde ich sagen. Sein Loch. Another hole. Ifrit wurde besiegt und die Flammen färben sich wieder ins Rötliche. Alles scheint wieder beim Alten zu sein. Mission abgeschlossen. Ja. Okay, 1800, der bringt schon ordentlich was. Engelsohrringe, müssen wir mal gucken, was die machen. Und eine Kostümpalette gibt es diesmal nicht. Nachdenken. I don't get it.
Fortunately, I know everything. So why were fiends coming out of the temples? The fiends didn't come from the temples. They came from the chambers of the faith. Right, exactly. But why? I'm just a kid. Oh. The holes in the chambers of the faith. Were they there before? No. So the holes must be new, right? There was one in Bavel too, a great hole. But that one was made by Vecnagon, wasn't it? That's true, but they're connected somehow. The halls are connected? Yes, but it's more than just that. Somehow I think there are deeper connections. Oh, that is deep, you know? Distress call from Jose Temple. Das klingt nur ein bisschen falsch. Is it Kipple? Looks like they got into some trouble. Habe ich nicht gerade gesagt, dass da irgendwas kommen wird? Right, here's the order. Got wings? Forget it. Let Gipple save himself. What? You. Guess I am Neg. Well, Yuna? Well, we'll just have to charge him a little extra then. Go wings, let's go! Oh, can't we give him a discount? Oh, sie steht dann doch auf ihn. Temple Jose, alles klar, gehen wir gleich hin. Ich gucke mir erst nochmal die Sachen an, die wir bekommen haben. Accessoires, und zwar Engelsohrringe. Verhindert Tod. Ist nur ein Bronze-Item. Ja, gut, nicht ganz so dolle. Picket? Warum fliegt er jetzt hier rum? Diese Machina ist noch in ihrer Entwicklung. Ein flugtaugliches Sphärophon ist gerade in der Testphase. Ja, ist gut. Danke, dass du uns das gesagt hast, aber trotzdem hätte ich gerne eigentlich mal geguckt. Naja. So, kurz kratzen und dann gehe ich mal eben nach unten und verkaufe vielleicht mal ein kleines bisschen. Quartiere.